Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Abgeordnete, die Grünen schaffen es immer wieder, uns zu erstaunen. Nicht im positiven Sinne, sondern wegen ihrer Widersprüchlichkeit. Sonst als die Verbotspartei bekannt, gerade was Emissionen betrifft, wird hier die unbegrenzte digitale Freiheit gefordert. Gestern noch gab es keine Unterstützung für WLAN in Obdachlosenunterkünften. Heute sollen es am besten alle Bürger zu jeder Zeit mit Internet versorgt sein. Weiter wollen die Grünen das bürgerliche Engagement gestärkt wissen, so zu lesen unter Punkt 2 des ersten Antragteils. Das finden wir an sich klasse. Sie haben nur leider vergessen, unseren Gesetzentwurf für mehr sachunmittelbare Demokratie zu unterstützen. Hier hätten Sie zeigen können, dass Ihnen die Interessen der Bevölkerung am Herzen liegen. Stattdessen haben Sie sich mit Ihrer ideologischen Starrköpfigkeit dagegen entschieden. Unter Punkt 4 soll festgestellt werden, dass das Internet für die Integration eine große Bedeutung hat. In der Begründung wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Flüchtlingsheime in Bezug genommen werden. Hier geht es mit Ihrer Ideologie also weiter. Bei jeder Gelegenheit wollen Sie die Rechte und Möglichkeiten für Ausländer stärken. Und bei jeder Gelegenheit, bei der sich jemand für anderes, insbesondere für deutsche Interessen einsetzt, unterstellen Sie fremdenfeindliches und rassistisches Gedankengut. Das geht so weit, dass Sie selbst bei Themen, die damit gar nichts zu tun haben, Hass- und Spaltungsvorwürfe machen. Das haben Sie gestern eindrucksvoll bewiesen, indem Sie der AfD vorgeworfen haben, diese würde die Gesellschaft spalten und die Menschen gegenseitig ausspielen. Es ist eine Unverschämtheit, dies der AfD zu unterstellen, wenn sie kostenfreies WLAN für Obdachlose fordert. Zu Punkt 5. Mit diesem wird darauf hingewiesen, die wesentlichen die Internetzugangsmöglichkeiten für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ist. Wieder stellt sich hier die Frage, warum die Grünen gerade für die Ärmsten unter den Bürgern, nämlich für die Wohnungslosen, das kostenfreie WLAN nicht unterstützen. Unter Punkt 8 möchte die Antragstellerin dank Freifunk die Wohnortattraktivität gesteigert wissen. Leider ist es gerade die Politik der Grünen, die unter anderem mit ständig steigenden Energie- und Stromkosten dazu beiträgt, dass Mieter und Eigentümer, Kommunen und Gemeinden selbst für Attraktivität immer seltener sorgen können. Wenn dann das Auge noch die Verspargelung der Landschaft aushalten muss, ist es mit der Attraktivität restlos vorüber. Aber nun zu Forderungen in Teil 2 Ihres Antrages. Gleich unter Punkt 1 sollen die sächsischen Kommunen für die Informationskampagne eingebunden werden. Hierzu ist insbesondere die Stellungnahme der Staatsregierung interessant. Diese geht nicht etwa auf die kommunale Unzuständigkeit ein, sondern stellt lapidar fest, dass die Freifunkinitiativen am besten selbst werben können. Weiter sollen nach Nummer 1 die Akzeptanzprobleme in der Bevölkerung und bei Entscheidungsträgern abgebaut werden, was den Freifunk betrifft. Unserer Meinung nach kann man die Akzeptanzprobleme aber nur beheben, wenn man offen über das Für und Wider einer Sache spricht. Das wird zumindest in Ansätzen, beispielsweise im Freifunkantrag der Linken, getan. Danach sollen Fördermittelnehmer die Nutzer von WLAN über Gesundheitsgefahren durch Funkstrahlung aufklären. Die Grünen haben bei diesem Thema deutlich Nachholbedarf. Unter Punkt 2 sollen Rahmenbedingungen für den Ausbau von Freifunk geschaffen werden. Das ist so unkonkret, dass man sich darunter alles vorstellen könnte. Wahrscheinlich hat die Staatsregierung deshalb die Forderungen auch vor Schreck falsch verstanden und bei ihrer Antwort nur auf den Ausbau des digitalen Netzes verwiesen. Um Hotspots installieren zu können, ist das sicherlich eine Grundvoraussetzung, aber eben auch kein bisschen mehr. Erstaunlicherweise hat die Staatsregierung zu Punkt 3 ausgeführt, dass eine Erweiterung der Förderung von WLAN nicht nur für Kommunen, sondern auch für den Freifunk denkbar ist. Meinen herzlichen Glückwunsch. Der Freistaat kann sich also eine Unterstützung bei Tourismus, bei Freifunk, aber nicht bei unserem Antrag für Wohnungslose vorstellen. Ich wünsche der Regierung und den Grünen viel Spaß bei der Erklärung, wer hier spaltet und wer hier ein unsoziales Gesicht zeigt. Es ist nicht die AfD. Zur Forderung nach Nummer 6 kann man durchaus zustimmen. 100 geeignete Gebäude für Hotspots sollten sich finden lassen. Falls nicht, kenne ich da noch die eine oder andere Adresse einer Obdachlosenunterkunft. Schlussendlich bleibt natürlich die Frage,
inwiefern der Freifunk einen Eingriff in die Wirtschaft bedeutet. Wer das Netz eines Freifunkers benutzt, zahlt schließlich kein Geld an einen Dienstleister, erhält aber trotzdem eine Leistung. Vielleicht hören wir heute von der Staatsregierung hierzu noch einige Ausführungen. Insgesamt sieht die AfD-Fraktion Licht und Schatten in ihrem Antrag und wird sich deshalb bei der Abstimmung enthalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.